Ich bin Paul. Ich bin Hansen. Moin, moin. Und wir sind eineige Zwillinge und machen gerne verrückte Abenteuerreisen und würden uns auch als Abenteurer bezeichnen. Eine von den ersten Ideen war es tatsächlich, mit dem Fahrrad so weit wie möglich nach Osten zu fahren. Und nach Osten kommt halt sehr lange kein Meer. Da sind wir also bis nach Shanghai gefahren. Die Stadt selber hat uns im Grunde nicht wirklich interessiert. Also schon ein bisschen zickzack gefahren, sind durch Himalaya gefahren, durch die Taklamakan-Wüste, Kasachstan, Kirgisistan. Also wirklich sehr viele verschiedene abwechslungsreiche Landschaften. Es war eine fantastische Reise. Es war mega geil. Also wir haben es am ersten Tag nur 25 Kilometer geschafft. Ja. Und wenn man sich dann vorstellt, dass man 13.600 Kilometer vor sich hat, ist nicht unbedingt motivierend. Wir sind ja noch nicht weit gekommen gewesen und dann wären wir beinahe für 10 Jahre in den Knast gegangen. Also, ja. Weil wir Russland mit Litauen verwechselt haben. Es gab so eine Route, wo uns Google lang geführt hat und wir dachten, dass Google uns direkt nach Litauen reinführt, aber es war so ein ganz kleiner Zipfel Kaliningrad noch. Und wir haben dann halt so gedacht, so, was soll dieses Riesentor mit Stacheldraht? Wir brechen dieses Tor jetzt auf, wir machen mal die Wege frei. Dann hat sich irgendwann festgestellt, dass wir dieses Tor nicht aufgebrochen kriegen. Und dann haben wir irgendwann gedacht, so, okay, wir kehren jetzt um. Und in dem Moment, wo wir auf polnischer Seite waren, wurden wir festgenommen von polnischen Grenzsoldaten, die uns für illegale Einwanderer hielten. Und die Russen auf der anderen Seite haben sich dann da auch versammelt mit Spürhunden, Kalaschnikows und mit Geländewagen und allem Möglichen. Haben die Polen haben drin gesteckt, dass sogar Wanderer, die da aus Versehen mal über die Grenze gehen, festgenommen werden und bis zu 10 Jahre in russischen Gefängnissen landen. Weil hätten wir jetzt noch 6 Jahre vor uns. Also ich würde sagen, das positivste Erlebnis auf dieser Reise war der Moment, wo wir im Himalaya angekommen sind, auf dem höchsten Pass, ne? Absolute Einsamkeit. Dann da mit 60 Kilo schweren Fahrrädern schiebender und tragenderweise irgendwie hochgeschafft zu haben. Also das war ein Glücksmoment. Also ich weiß, wir haben da oben obwohl wir eigentlich keine Energie und keinen Sauerstoff hatten, so einen richtigen Tanz aufgeführt, ja, weil wir es einfach nicht fassen konnten. Also in der Zeit, in der wir unterwegs waren in den 7 Monaten, war schon ab und zu mal auch so ein Moment, wo wir uns gedacht haben, das ist ein Land oder ein Dorf oder vielleicht auch eine Familie, Leute, die man getroffen hat, da könnte man sich durchaus vorstellen, auch mal länger zu bleiben. Das Witzige ist eigentlich auch, dass so ziemlich jede Familie, die uns eingeladen hat, uns eigentlich immer angeboten hat, auch, dass wir für immer bleiben können. Ja, ja. Wenn man den Leuten gesagt hat, dass man keine Freundin hat, dass eigentlich in 0,nix irgendwelche hübschen Kasachen aufgereiht wurden, also nach dem Motto, den Fehler haben wir irgendwann nicht mehr gemacht. Ihr habt keine Freundin, also, sucht euch doch mal eine aus. Ja. Ich glaube, das waren eindeutig Heiratsangebote. Also. Und da sowas abzulehnen, ist extrem schwer, wirklich. Das Ankommen in Shanghai nach 7 Monaten war anders, als ich erwartet hätte. Als wir dann da standen, auf dieser Brücke, wo wir irgendwie unser Ziel gesetzt hatten, haben wir gemerkt, dass wir so ausgepowert sind, dass überhaupt keine Energie für Emotionen da war. Also 10 Minuten davor war ich emotionaler als in dem Moment, wo ich angekommen bin. 10 Minuten davor habe ich noch auf dem Fahrrad gesessen und geheult. Wir hatten uns nämlich ursprünglich so ein Denkmal ausgesucht am Pudong River direkt in Shanghai, wo man einen schönen Blick auf die Skyline hat und so, ne? Und als wir dann da hochlaufen wollten, kam uns ein Security entgegengesprungen und hat gemeint, halt, ihr dürft hier mit Fahrrädern nicht lang. Wir sind illegal nach Russland eingereist, haben alles Mögliche gemacht, sind über das Himalaya gefahren, aber so eine doofe Regel, dass du mit dem Fahrrad nicht auf die Promenade darfst, bricht dir dann am Ende, macht die ganze Tour kaputt. Wir sind also 20 Meter, bevor wir an unserem eigentlichen Ziel angekommen sind, sind wir gescheitert. Die nächste Reise um die Welt ohne Geld sozusagen ist daraus entstanden, dass wir wollten eine neue Reise machen. Hatten aber keine Lust auf diese Sponsorenakquise und diese ganze Organisation davon, haben uns irgendwie überlegt, wir würden gerne was machen, was man eigentlich so ein bisschen aus dem Stegreif machen kann. Die 3 Regeln, die wir uns für die Reise gesetzt hatten, war erstmal, dass wir ohne Geld reisen wollen, keine Wertgegenstände mitnehmen, die wir unterwegs verkaufen können, keine Kreditkarte, kein gar nichts. Die 2. Regel, die wir hatten, war, dass wir nicht betteln wollen. Das heißt, es war uns extrem wichtig, weil wir wollten eben nicht eine Weltreise auf Kosten anderer machen, sondern auch immer versuchen, irgendwie eine Gegenleistung zu geben. Und die 3. Regel war, so viel wie möglich über Land, weil ansonsten hat man ja die Möglichkeit einfach zu sagen, ich suche mir einen Job hier, erarbeite mir das Geld, fliege dann einmal rum, was dann relativ abenteuerfrei gewesen wäre auch. Und deswegen diese 3 Regeln, das garantiert uns immer so ein bisschen das Abenteuer oder dass wir unsere Komfortzone verlassen. Ja. Man steht halt auf dem Alexanderplatz und erzählt den Leuten davon, was man vorhat. So, man will in 80 Tagen um die Welt, wow, ohne Geld. Und die Leute sind erstmal total begeistert und sagen, wo seid ihr denn losgereist? Ja, in Berlin. So. Und dann war relativ schnell klar, dass wir versuchen sollten, so schnell wie möglich Abstand zu Hause zu gewinnen, um dieses Projekt irgendwie angehen zu können. Wir hatten uns auf jeden Fall für die Reise so Zwischenziele gesteckt, sodass uns klar war, zu dem Tag müssen wir da und da sein. Wir waren aber, als wir in Lissabon waren, schon 8 Tage im Verzug, das heißt fast ein Zehntel der ganzen Zeit. Von Lissabon nach Toronto wollten wir trampen mit dem Flugzeug. Da hatten wir uns einfach vorgenommen und vorgestellt, wir stellen uns jetzt 3 Tage da an den Flughafen, halten den Daumen raus mit einem Schild, Kanada, USA. Dann kam irgendwann tatsächlich eine Airline zu uns, die gesagt hat, Leute, nächster freier Platz, wir nehmen euch mit.
Aber dann gab es leider, ich sag mal, rechtliche Probleme. Die kanadischen Behörden setzen voraus, dass man einen gültigen Rück- oder Weiterflug hat. Und den Rückflug konnten sie uns nicht geben, weil sie wussten, dass wir den nicht antreten werden, weil wir wollten ja um die Welt. Und dann haben sie sich gesagt, lassen wir die Aktion mal lieber. Und ja, dann haben wir eben Witze erzählt auf der Straße, um das Geld zusammenzukriegen. Leider. Ja, und dann war auf jeden Fall, gab es noch so ein paar andere Tiefpunkte, dass es in Indien einfach moralisch nicht korrekt ist, sich auf die Straße zu setzen, Schmuck zu verkaufen, damit du dein Experiment durchsetzen kannst. Mhm. Und 5 Meter neben dir sitzt ein kleiner Junge, der verkauft auch Schmuck, selbstgebastelten. Und man kann es aber so zum Überleben. Und dann kommst du dir so doof vor. Und das war auf jeden Fall ein richtiger Tiefpunkt auch. Wir haben dann, obwohl wir eigentlich an der Stelle halt beschlossen hatten, aufzugeben, trotzdem weitergemacht letztendlich. Der Grund dafür war, dass wir abends nochmal eingeladen wurden. Da zitierten sich uns dann so ein paar ältere Herren zu uns. Die haben uns dann Tee angeboten und haben gesagt, wir sollen mal erzählen, was unsere Geschichte ist und so weiter. Und haben dann uns echt eine Perspektive auf dieses Projekt eröffnet, die uns so krass motiviert wieder hat. Nämlich haben gesagt, dass sie das für unglaublich halten, dass wir das erstens mal uns trauen und das wagen, das zu machen und dass wir es überhaupt so weit geschafft haben. Und dass sie es überhaupt nicht so sehen, als ob wir uns um die Welt schnorren würden und damit irgendwie quasi in arme Länder gehen und uns da durchbetteln oder so, sondern im Gegenteil als eine Inspiration für die Leute da sehen und auch, dass wir auch den ganzen Leuten, die uns dabei bisher geholfen haben, natürlich in einer gewissen Weise auch schuldig sind, weiterzumachen und das jetzt zu einem Erfolg zu bringen, um den Leuten zu zeigen, es ist möglich und die Welt, alle Leute auf der Welt helfen dir. Und die haben uns dann, die haben zusammengelegt und ist den Flug nach Kirgisistan gezahlt. Ne? Ein Monatsgehalt für die hat er es gekostet ungefähr. Und wir haben dann halt versucht, mit der Hilfe von so einem Drahtschmied, der eben auch auf der Straße Schmuck verkauft, das Geld wieder zu verdienen mit Schmuckverkauf. Und das war dann einer der Höhepunkte wieder. Also so sieht man, es geht schön vom Tiefpunkt, das war direkt, vom Hochpunkt. Direkt vom Tiefpunkt, direkt gefolgt vom Hochpunkt. Genau. Hochpunkt, ja. Also ich habe Dengue-Fieber bekommen in Warschau. In Moskau war das, man nennt es auch das Knochenbrecherfieber, weil es extreme Gliederschmerzen hervorruft und man 14 Tage lang Fieber hat und total dehydriert, wenn man nicht am Tropf hängt. Und Hansen saß halt wirklich schon so da im Fieberdelirium mit fast 41 Fieber. Ne? Also wir haben richtig Panik gehabt. Und dann haben die aber freundlicherweise einen Krankenwagen gerufen für uns. Und der Krankenwagen kam dann da an und der wiederum dachte aber, er müsste hier einen Junkie abholen. Deswegen sind wir in diesem kostenlosen Krankenhaus gelandet. Was leider auch ziemlich unterirdisch von der Behandlung war. Also ich wurde da direkt eingesperrt. Paul wurde aus dem Krankenwagen rausgeschmissen vor dem Krankenhaustor. Und dann haben sich da so riesen Stahltore geschlossen. Ich bin zu der Ärztin gekommen, die hat mich gefragt, in welchem Land ich denn vor Russland war. Dann habe ich ihr 17 Länder aufgezählt. Dann hat sie mich ganz schnell in eine Quarantänestation eingesperrt, war die Türen komplett abgeschlossen, Stahltüren. Und mein Essen kam durch eine Schleuse rein, wie in einem Knast. Irgendwann habe ich dann eben erfahren, dass ich in Quarantäne bin. Und Paul hat das dann auch irgendwann mitbekommen, durfte mich einmal besuchen irgendwie. Große Ausnahme in so einer Schutzmontur. Und der Arzt rief mich dann danach zu sich und der konnte ganz schlecht Englisch. Und der meinte dann zu mir so, sie würden jetzt 3 Tage mit Hansen Experimente machen. Waren aber nicht in der Lage, es rauszufinden da und haben dann irgendwann gesagt, okay, das Visum läuft aus, ihr müsst jetzt weiter, weil Verlängerung gibt es nicht ohne Diagnose. Also haben sie mich rausgeschmissen, vollgepumpt mit Medikamenten. Was auch irgendwie so ein bisschen unlogisch ist, die finden nicht raus, was es ist und schicken mich eventuell mit irgendeiner ansteckenden Krankheit raus. So nach 3 Tagen haben sie dann gesagt, wir haben gute Nachrichten, wir wissen jetzt, es ist keine Grippe. Ja, genau. Und dann in Warschau kam es wieder, das Fieber, und dann musste ich da wieder ins Krankenhaus, in so eine militärische Klinik war das dann. Und da haben die dann nach 4 Tagen oder nach 3 Tagen, nachdem ich da war, haben sie festgestellt, dass es Dengue-Fieber war. 500 Kilometer vorm Ziel, ne? Einmal um die ganze Welt rum und dann scheiterst du 500 Kilometer, bevor du. Und das war halt vorher bist. Schon so ein Auf und Ab. Also ich hab dann lustigerweise auf der Straße in Warschau jemanden getroffen, die brauchten jemanden zum Klöpse braten. Wir waren auch schon ziemlich abgemagert, also mal ein bisschen zu Kräften kommen. Hansen habe ich auch immer schön mit Klöpsen geliefert im Krankenhaus dann. Mhm. Die beiden aus dieser Imbissbude haben mir dann gesagt, sie würden uns entweder ihr Auto leihen, damit wir damit zurück nach Berlin fahren können, oder wenn das nicht funktioniert, dann würden sie uns ein Zugticket zahlen zurück nach Berlin, dafür, dass ich bei ihnen arbeite. Und so haben wir es dann letztendlich zwar nach 104 Tagen, aber doch irgendwie geschafft. Ja, unsere neueste Reise, die wir planen, hat sehr viel mit der Natur zu tun, weil wir eben im Winter durch Alaska fahren werden mit einem selbstgebauten, pedalbetriebenen Amphibienfahrzeug. Es ist tatsächlich auch so ein bisschen so ein Kindheitstraum. Wir wollten immer schon ein Gefährt bauen, was überall lang kann. Wir träumen beide auch schon lange von Alaska. Also das Ziel von der Reise und das, was wir damit bezwecken wollen, ist, Menschen auf den Klimawandel hinzuweisen und zu zeigen, Leute, diese Gegend da oben, gerade Alaska, ist extrem bedroht vom Klimawandel. Und vor allem auch die alternative Mobilität so ein bisschen zu pushen und zu zeigen. Also wenn wir mit einem selbstgebauten, pedalbetriebenen Amphibienfahrzeug im Winter durch Alaska fahren, dann ist es vielleicht auch möglich, mit einem E-Bike zur Arbeit zu fahren, zumindest im Sommer. Wir haben auf Basis dieses Modells entschlossen, das Ganze durchzuziehen. Ja. Das ist das Modell. Hier.
Heißt ich übrigens Urmel, also auch so ein bisschen aus unserer Kindheit genau, angelegt. Richtig. Urmel, wir bringen Urmel zurück ins Eis, da wo es hingehört.